und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, erstmal vorweg, wenn ich hier kleine Cuts reinmachen sollte in dieser Folge und vielleicht auch den nächsten Folgen, dann hängt das damit zusammen, dass mein Husten immer noch ziemlich stark ist. Wenn ich zu viel rede, ja, dann fange ich plötzlich an zu husten. Und der ist sehr festsitzend und sehr bronchial, deswegen hoffe ich, dass ich nicht husten muss während den Aufnahmen. Des Weiteren hoffe ich, dass alles klappt mit den Aufnahmen, weil ich nämlich die letzten 2 Tage, wo ich nochmal probehalber was aufnehmen wollte, große Probleme mit meinem Aufnahmegerät hatte, also sprich mit der GeForce-Karte, mit der Nvidia-Karte. Hallöchen. Ja. Ich kann mich annähern. Hallo! Ich muss jetzt gerade mal meine Ansage ein bisschen unterbrechen, weil wenn sich schon mal eins dieser süßen Tierchen nähert. Ah, 9 von 25, okay. Dann, ja, kann ich dir nochmal hinterherlaufen? Warte mal. So, streicheln. Zack! Aber es war jetzt nur füttern, ne? Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was ich sagen wollte, weil das ist immer so eine Sache. Man möchte was sagen und man wird unterbrochen, weil irgendwas ganz Tolles gerade passiert und schon weiß man gar nicht mehr, wo man gerade dran war. Ah. Das sieht gut aus. Das benutzen wir direkt mal. Ein Couchtisch mit goldenen Augen. Okay. Sieht ein bisschen seltsam aus. So, ich habe einiges vor in den nächsten Folgen, deswegen. Ach so, was ich allerdings noch vorweg sagen muss, seht es mir bitte nach, wenn ich zwischendurch ein bisschen komisch klinge oder mal schlucken muss, weil ich habe mir jetzt extra noch eine, ja, eigentlich sind es Halsschmerztabletten. Also ich habe keine Halsschmerzen, aber es soll halt den Rachenraum ein bisschen desinfizieren und dafür sorgen, dass ich nicht so viel huste. Das heißt, wenn ich ein bisschen unklar spreche in dieser Folge, dann liegt es tatsächlich nur daran, dass ich gerade, ja, sozusagen einen Hustenbonbon habe. Hallo, jetzt ist es weg. Nein, nicht abhauen. Ich kann dich gar nicht streicheln, wenn hier die ganzen Sachen im Weg liegen. Och Mann. Wir sammeln uns mal eben etwas Ausdauer ein. Ach so, ja, eine Sache muss ich auch noch eben vorweg sagen, bevor wir hier so richtig loslegen. Na du? Hallo? Ja! Ist aber der, den ich heute schon gestreichelt habe. Und zwar, ach, jetzt kommen wir hier wieder nicht weiter, weil ich mal wieder abends jetzt aufnehme, wie so oft, und Mickey zu faul ist, um abends aus dem Haus zu gehen. Also er schläft. Das kann man, glaube ich, auch sehen, wenn ich versuche, das Haus zu betreten. Oh, nee. Oh. Hallöchen. Hi. Habe ich was für ihn? Weiß ich gar nicht. Was will er denn haben? Weizen, Karamelläpfel und orange-rotes Sumpfmilchkraut. Okay. Gut, Weizen habe ich jetzt nicht, aber Weizen könnte ich besorgen. Wie viel braucht er denn? Eins? Moment, ich kann jetzt gerade nicht Bis reden. bald! Wehe, du haust jetzt wieder ab, wenn ich wiederkomme. Moment, welche Richtung da? Ich hatte doch hier auch irgendwo Weizen. Ich hatte keinen Weizen. Doch, da, meine ich doch. Dann ernten wir den mal eben. Na, ach Mann, nimmt doch einfach mal die Reihenfolge, wo die steht, Leute, ganz ehrlich. Es klappt manchmal so schön und manchmal klappt es überhaupt gar nicht. Und wir haben wieder was gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Entweder kenne ich es nicht oder ich kann es jetzt gerade überhaupt nicht einordnen. So. Ich glaube zwar irgendwie, dass er nur ein Weizen hätte haben wollen. Aber gut. Moment, wir holen uns jetzt noch ein bisschen Weizen und bauen hier wieder was Neues an. Achso, ja, ich muss ja nur rechtsklicken. So. Das wäre jetzt die nächste Frage. Warum habe ich hier eigentlich so viel Weizen? Oh je, oh je. So. Ja, das ist was, was ich nicht verstehe. Man guckt nur nach oben und sie geht wieder nach unten, dreht sich einfach um, obwohl sie gar nicht dahin soll. Ich verstehe es echt nicht.
Es hat so gut funktioniert die ganze Zeit. Und dann stellt sie sich plötzlich irgendwie daneben und ist da, wo man gar nicht, wo sie gar nichts zu suchen hat. Also, keine Ahnung. Okay, wir werden das Ganze mal eben bewässern. So. Und, was hatte der jetzt eben nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Sumpfblättriges oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwas mit Sumpf, meine ich, stand da drin. Schauen wir doch da auch mal kurz nach. Löwenzahn. Achso, das ist die Erde. Haben wir aber auch nicht. Okay, das hat auch irgendwas. Blauer Bartfaden. Hä? Ich dachte, der will irgendwas mit Sumpf haben. Das ist auch nochmal blauer Bartfaden. Und das, also sind die gleichen, die ich links drin habe. Die kann ich dann direkt mitnehmen. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Weil das was ganz anderes ist, als da eigentlich drin steht. Ja, ich möchte euch noch nicht ernten. Oh, Moment. Das müssen wir aber... Tut mir leid, Herr oder Frau Kaninchen. Eichhörnchen meine ich natürlich. Wie komme ich jetzt auf Kaninchen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch gerade so maximal verwirrt. Hey, weil, was ich euch noch nicht gesagt hatte, ich auch das Problem habe, dass ich eigentlich in der Zeit, wo ich jetzt so krank war, also man hört es wahrscheinlich an meinen leichten Nasalen noch ein bisschen, ich eigentlich nur ein bisschen abernten wollte. Und plötzlich sind mir hier 1000 Leute in den Weg gesprungen und ich habe beim Aufheben der Dinge... Wirklich, beim Aufheben der Dinge ist mir der Zauberer, glaube ich, einmal, also der Merlin einmal in den Weg gesprungen, hat plötzlich mit mir gesprochen. Ich habe die ganze Zeit Escape gedrückt, wollte natürlich nichts annehmen, habe dadurch dann aber, dadurch, dass ich immer Escape gedrückt habe, die Aufgabe angenommen, was ich ganz doof finde. Und ich habe auch keine Ahnung, worum es geht, weil ich wollte mir das ja nicht durchlesen, ich wollte es ja abbrechen. Wie gefällt dir meine Arbeit? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier von Mickey auch noch was... erstmal den Weizen. Moment. Bitteschön, einmal Weizen für dich. Ja, ich hab's gewusst. Einmal würde reichen. Oh, Junge, das ist schön. Oh, nee, ne? Das ging schnell. Oha, was haben wir denn da bekommen? Okay. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Das ist, ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Mickey, weil du bist ja ständig am Schlafen, sobald ich hier reinkomme. Jetzt bin ich aber gerade am Überlegen. Orange-rotes Sumpfmilchkraut. Wieso habe ich das denn jetzt hier drin, dass ich das Mickey geben soll, wenn er das gar nicht haben will? Oder sind das irgendwie auch Lieblingsdinge des Tages? Hier, Mickey auch, Weichholz. Hast du eine Frage? Glaubst du an Magie, Gameplayerin? Ja. Ich auch. Ich habe hier ganz viele magische Dinge gesehen. Du solltest mal sehen, wie Merlin für eine Reise packt. Er kann seinen gesamten Hausrat in einen einzigen Koffer packen. Bis ganz bald. Das war jetzt alles? Ich habe eine tägliche Diskussion. Ja. Okay. Von mir aus. Ich meine, alles kein Thema, ne? Ich muss mir mal eben kurz mein Blättchen raussuchen. Mit den ganzen... Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Ja, ne? Finde ich auch ganz toll, wenn alle meine Freunde das sehen könnten und alle meine Freunde mit mir spielen könnten. Das wäre auch ganz lustig, glaube ich. Aufgaben. Aufgaben waren mit L, genau. Ich wollte nämlich im Schnelldurchlauf. So, Freundschaftsaufgaben. Mit Mickey abhängen. Nö. Ach so, ich habe ihm die Sachen schon gegeben. Nee, ich habe ihm die nicht gegeben. Ich muss aber ein großes Vogelhaus bauen. Das ist zum Beispiel diese eine Sache, die ich meinte mit Mickey, die ich jetzt angenommen habe aus Versehen und keine Ahnung habe, was ich da jetzt machen sollte, weil ich habe halt nicht zugehört, weil ich ja die ganze Zeit auf Abbrechen geklickt habe. Dagobert müssen wir aufwerten, das ist okay. Goofy müssen wir auch aufwerten, das sollte nicht das Problem sein. Das ist noch gesperrt. Aber er hat mir irgendwas erzählt, wo ich jetzt gar nicht weiß, worum es ging. Ich hatte nämlich das fünfte Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern erreicht. Und dann ist er auf einmal aufgetaucht, mitten beim Ernten. Und während ich,
ja, in diesen Erntevorgang, sage ich mal, war, habe ich ihn dann anscheinend angeklickt, anstatt jetzt halt die Sachen. Und dann fing er nämlich an zu reden und ich wollte raus und habe jetzt keine Ahnung, worum es geht. Folge Merlin zur Säule auf der Wiese. Das ist eigentlich... Aber ich müsste eigentlich erstmal Mickey machen, ne? Danke, dass du so eine tolle Freundin bist. Ja, kein Thema. Ich würde gerne dein Haus bauen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das machen soll. Moment. Ich mache das erstmal eben als aktive Aufgabe. So. Baue ein Vogelhaus. Die Frage ist jetzt nur, wie baue ich jetzt ein Vogelhaus? Er will etwas für das Dorf machen. Er erklärt, er wolle dafür sorgen, dass das Tal wieder einladend ist, indem er es mit Vogelgesang erfüllt. Und für Vögel muss man ein Vogelhaus bauen. Ja, und ich stehe jetzt vor der unlösbaren Aufgabe, dass ich keine Ahnung habe, wie ich jetzt ein Vogelhaus überhaupt baue. Moment, theoretischerweise müsste ich das ja jetzt unter den Möbeln haben, ne? Theoretischerweise, praktischerweise wahrscheinlich nicht. Ach nee, das sind ja die Möbel, die ich habe, nicht die ich bauen kann. Das heißt, ja, geh raus. Das heißt, ich müsste theoretisch an so ein Ding ran. Das sind übrigens die ganzen tollen Karotten, die wir gemacht haben. Oh, das müssen wir ja auch mal kurz wegmachen. Das geht ja gar nicht, dass das hier so mittendrin liegt. Hallöchen. Ich hätte auch gerne... War hier nicht gerade noch ein Häschen? Das ist jetzt wieder abgehauen, ne? Ich war jetzt so abgelenkt davon, dass ich jetzt hier das Zeug wieder mittendrin gesehen habe. Ah, sehr schön. Das machen wir nochmal kurz. Eine Espresso-Maschine. Genau nach meinem Geschmack. Super. Oh, hinten ist auch noch eine. Die sollten wir vielleicht mal kurz mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die verschwinden. Ich denke nicht. Aber ich weiß es halt nicht. Jetzt lauf mir doch nicht die ganze Zeit hinterher. Ich muss hier mal kurz... Ich meine, das ist süß, aber... Ich muss mal kurz was nachgucken. Weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt nichts mitbekommen. Ah, hier. Ach so, dafür musste ich dann die Sachen sammeln. Jetzt verstehe ich das. Ah. Ja. Und dann steht man natürlich dumm da, weil man nicht weiß, worum es geht. Nein, 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 ich wollte nicht noch eins herstellen. Ich wollte es eigentlich aufstellen. Wo ist Mickey denn jetzt? Sollen wir das bei ihm in die Nähe stellen? Also wahrscheinlich brauchen wir das nicht, aber sieht bestimmt ganz gut aus. Bei dem ganzen Dreck und so, den er hier in der Nähe hat. Wie war das nochmal? Möbel mit F? So. Und so. Mickey, kommst du zu mir oder muss ich dich suchen? Hallo? Frag, was Mickey denkt. Ist er denn noch hier drin? Ich hätte vorher vielleicht mal auf der Karte gucken sollen. Mickey, was ist mit dir? Alle laufen sie mir hinterher und dich muss ich jetzt suchen, oder was? Das Vogelhaus sieht richtig toll aus, dass ich fast selbst gern ein Vogel wäre. Es ist aufregend, sich vorzustellen, dass alle langsam nach Hause zurückkommen. Aber meist freue ich mich auf die Rückkehr von jemand ganz Bestimmten. Oh... Meine liebste Minnie, ich hatte gehofft, sie wiederzufinden, als du die Wiese begehbar gemacht hast, aber sie war nicht da. Vielleicht kommt sie zurück, wenn wir dem Dorf seinen früheren Glanz zurückgeben. Ich habe mich gefragt, wo sie ist. Holen wir sie? Ich bin sicher, dass es ihr gut geht. Ja, holen wir sie, würde ich jetzt auch sagen, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, wo sie ist, ne? Ich auch. Sie ist verschwunden und ich habe keine Ahnung, wie ich sie finden soll. Jetzt, da du wieder hier bist, wette ich, dass wir sie zurückbringen können. Du hast irgendwie etwas Magisches an dir, Gameplayerin. Wenn du da bist, habe ich automatisch Hoffnung. Oh, das ist großartig! Ja, ich habe so eine Auswirkung auf meine Umwelt. Das ist... Der hat jetzt schon wieder eine neue Aufgabe für mich. Wollte ich jetzt hier... Na gut. Ausnahmsweise, weil er nämlich gleich ins Bett geht, nehme ich mal an. Minnie fehlt mir sehr, aber ich weiß, dass wir sie eines Tages zurückholen werden. Ich wünschte nur, eines Tages wäre heute. Ich verstehe dich. Sie bedeutet dir sehr viel. Das tut sie. Ich könnte mir keine Liebste wünschen. Ich vermisse all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben.
wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht können wir ein Picknick machen. Das war eine von Minis Lieblingsbeschäftigungen. Das hätte ihr sicherlich gefallen. Wie wär's, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Bis bald! Es kommt darauf an, was ich für Essen besorgen soll. Mini wird vermisst. Fischbrötchen und Rohkost. Kann ich wahrscheinlich... Ach doch, Moment. Fischbrötchen haben wir schon gemacht, ne? Rohkost, denke ich mal, hoffe ich mal, wird nicht so schwer sein. Oh, jetzt läuft er mir wieder hinterher. Geh weg! Da war was. Moment, das nehmen wir noch mit. So. Die nehmen wir mit. Gut, dann kochen wir mal eben eine Runde. Nee, da. Was haben wir jetzt gesagt? Rohkost und Fischbrötchen, ne? Fischbrötchen haben wir hier. Okay. Und Rohkost. War es, glaube ich. Ich hoffe, es war Rohkost. Es ist so ein bisschen blöd, dass das nicht alles mal einfach nach der Reihenfolge hier drin ist. Sondern ich glaube nach... Ne, es ist nicht die Reihenfolge, wie man... Rohkost habe ich noch gar nicht. Wie lerne ich denn, wie ich... Ich brauche ja dann ein Rezept dafür, weil sonst kann ich es ja nicht machen, oder? Was haben wir denn hier? Koche auf Fisch basierende Gerichte. Ja, das habe ich schon mal öfter gemacht. Wieso steht da jetzt das erste jetzt nur einmal drin? Ach so, zwei muss ich machen. Ja, aber wo kriege ich jetzt die Rohkost her? Das ist jetzt die Frage. Also, ich brauche nochmal ein Fischbrötchen. Die große Frage ist jetzt... Ich habe jetzt natürlich... Wenn ich jetzt nur Karotten da reinmache, ist das auch Rohkost? Oh. Ja, ich habe vergessen, dass man das da reinhebeln muss. Es tut mir leid. So, mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass das... Naja, ist gegrillte Gemüseplatte. Schade. Hätte ja klappen können. ja. Was haben wir da jetzt schon wieder? 3-Sterne-Gericht oder besser. Okay. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Das heißt aber jetzt auch gleichzeitig, wir brauchen die Blumen und so weiter nicht mehr. Die können wir schon mal wieder wegtun. Habe ich von dem... andere nur passend Blumen gehabt? Okay. Jedenfalls habe ich sie jetzt nicht mehr drin. So, was waren das noch? Achso, das waren diese Nachtschergen, genau. Na gut. Oder in dem Fall eben nicht. Tun wir das mal weg. Das auch. Das wieder rein. Das brauchen wir für später. Achso, Oregano. Hätte ich jetzt auch mal eben reinmachen können. Oregano. Okay. Kann auch sein, dass wir die verkaufen wollten. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, Miki, es tut mir wirklich leid. Ich würde gerne deine Aufgabe zu Ende machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Rohkost machen kann. Kannst du mir da nicht irgendwie helfen oder so? Hallo! Lass uns abhängen. Was soll ich... Ach so, nee, was soll ich mitbringen? Ich werde einen schönen... Ja, das wissen wir ja alles. Wie wäre es mit Frischbrötchen und frischem Gemüse? Bis bald! Frisches Gemüse. Soll ich? Ja, aber Rohkost, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt nur Möhren zum Beispiel mitnehme. Ich muss tatsächlich was machen, nehme ich mal an. Also die muss ich jetzt leider zurückstellen, die Aufgabe. Weil ich wirklich keine Ahnung habe, was ich da jetzt machen muss. Ich würde jetzt ehrlich gesagt ungerne... Das nehmen wir auch mal eben mit. Ich würde jetzt ehrlich gesagt ungerne eine neue Aufgabe hier anfangen. Aber wir können hier im Haus noch mal eben was machen. Nee, nicht das Lager. Verbessern, genau. Also eventuell.
37.000 habe ich. So viel Platz bedeutet, dass du dich noch schneller erholen kannst. Oh, er hat jetzt was Neues gesagt. Das habe ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das tut mir leid. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal 2.000. Gesegnet sei meine Nummer 1. Was für ein Anblick. Hast du eine Minute Zeit? Hast du eine Minute Zeit? Das gerade rüberkam, das kam irgendwie geil. Okay, warum stehe ich jetzt hier so? Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Er hat jetzt auch wieder eine neue Quest für uns. Oh, das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Moment, lass uns nochmal... Nein, nicht... da lag was, okay. Hallo! Wenn du dein Haus verbessern willst, kann ich dir mehr Stauraum und mehr Zimmer verschaffen. Ich baue auch ein Obergeschoss ein. Dann bist du im Handumdrehen ausgeruht. Dafür brauche ich jetzt aber 20.000. Willst du mich veräppeln? Vielleicht ein andermal. Ja, 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 ich weiß. Dank. Ich weiß, dass das eine gute Investition ist, Dagobert. Es tut mir wirklich leid. Aber der strahlt so schön. Da möchte man am liebsten hingehen. Aber ich würde ja gerne noch die anderen auch noch verbessern. Kann unser kleiner Koch mehr Bestellungen annehmen und das bedeutet mehr zufriedenere Kunden. Für 25.000, ihr wollt mich doch ja alle. Oh Gott. Ja, aber das ist ja nicht für mich. Und vielleicht kriegen wir damit für ihn dann auch mal was beendet. Glaube ich zwar nicht, aber das machen wir mal. Was für ein Anblick, was für ein schönes Etablissement. Du wirst mich sicher bald hier sehen. Aber der kommt doch jetzt gar nicht mehr in die oberen Etagen ran. War da nicht noch so ein Problem? So, das können wir jetzt nicht mehr verbessern. Das ist ja cool. 3 Tische. Cool. Also, es hat sich... Achso, hier sind auch nochmal 2. Die waren, glaube ich, vorher nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist wirklich cool. Das können wir mal ein bisschen sauberer machen. Remy schläft. Ach, jetzt ist es Remy, der schläft. Aber dafür schläft Mickey noch nicht. Was ist das denn jetzt? Okay. Ich muss dazu sagen, wir haben noch keine 10 Uhr. Also eigentlich sollten jetzt nicht alle am Schlafen sein. Dann würde ich mal sagen, dass ich mal hier noch eine kleine Runde drehe. Wir schauen noch mal kurz, aber ich glaube, dafür müssten wir auch irgendwie 25.000 oder so bezahlen. Einen schönen Tag noch. Ah, ja, das hatte schon mal alles... Nee, 10.000 brauchen wir dafür. Mm. Können wir gerade so machen. Ja. Ja. Machen wir nochmal zum Schluss der Folge. Ich bin jetzt komplett pleite. Ah, die Schaufensterpuppe hat er nach vorne gestellt, okay. Das ist Mickey? Wie geil. Das ist tatsächlich Mickey. Okay. Hier war doch gerade noch irgendwas. Achso, Dorf, genau. Verbessere Dagoberts Laden. Verbessere Remis Restaurant. 3 von 3. Kann man auch, glaube ich, nicht mehr machen. Wobei, seinen Laden könnte man jetzt nochmal verbessern. Wahrscheinlich für 25.000 oder so. Sieht aber schon richtig cool aus. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wenn man denn von weiter weg gucken könnte. So, kann ich mir hier... Wie war das nochmal mit dem Selfie? G? Nee, S, ne? Nee. Hä? Ach, mit 6? Ach, ich habe es mir anders aufgeschrieben. Okay. Ein Selfie mit... Moment, man muss das aber doch... Nein! Wie kann ich das Selfie doch mal machen? Hilfe! Keine linke Maustaste, keine rechte Maustaste. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ah! Nein! Jetzt bin ich rausgegangen. Jetzt habe ich so lange nicht mehr benutzt und weiß nicht mehr, wie man das Selfie auslöst. Das ist doch doof. Kommt, Leute. E, ach so, E ist einfangen. Ah, das war's. Okay. Okay.
Okay, okay. Nein, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Wir wollen da, genau, eins, was einigermaßen aussieht. Ja, ich möchte es speichern. Sieht wahrscheinlich eh scheiße aus, aber egal. So, mit diesen zwei wunderschönen Gebäuden hier im Hintergrund würde ich sagen, dass wir heute erstmal die Folge beenden. Ich weiß, viel gemacht haben wir jetzt nicht. War auch alles so ein bisschen blöd, ist auch alles so ein bisschen doof, ne, wegen der Uhrzeit und so. Miki geht wahrscheinlich auch gleich wieder ins Bett und dann kann ich wieder nichts mehr machen und es ist alles so ziemlich nervig. Also das ist, es gibt nicht viel bei dem Spiel, was mich nervt, aber die Sache, dass die einfach zwischen reinlaufen und dir quasi eine Quest aufdrängen, die du gar nicht haben willst, also das hat mich wirklich tierisch genervt, weil ich konnte noch nicht aufnehmen zu einem Zeitpunkt. Ich habe dauergehustet und mir tränten die Augen und alles. Ich konnte nicht mal eben schnell auf Aufnahme drücken und sagen, hier, wir sind jetzt gerade drin, der hat sich dazwischen gefuscht, das ist die neue Quest oder so. Und das hat mich wirklich tierisch genervt. Wobei das jetzt nur auf mich bezogen ist als Let's Playerin, also jetzt nicht darauf, wenn man das Spiel spielt. Ja, und da war noch irgendwas. Ach so, ja, und die Sache halt eben, dass die Leute nicht ständig online sind. Weil es gibt genug Leute, die zum Beispiel nachts nur wach sind, weil sie tags arbeiten müssen, beziehungsweise die Schichten so blöd haben, dass sie halt eben ab abends spielen können beispielsweise. Die können dann quasi die ganzen Aufgaben gar nicht machen. Zumindest nicht zum Zeitpunkt, wo sie dann, ja, online wären. Und das ist doch, ja, das finde ich halt sehr, sehr schade. Und ich hätte jetzt bei Miki auch theoretisch nicht weitermachen können. Ich wollte ihn übrigens einmal mitnehmen und dadurch habe ich seine Quest aus Versehen angenommen, wo ich jetzt auch nicht mehr wusste, was es war. Das war jetzt die Sache mit dem, nee, nicht mit dem Picknick, mit dem, was wir davor hatten, mit dem Vogelhaus. Dagobert, schleichst du dich hier gerade an? Keine Zeit zum Ausruhen, es müssen Geschäfte gemacht werden. Ja, das ist ja toll. Das musst du mir aber nicht sagen. Keine Zeit zum Ausruhen, setz dich aber direkt neben mich auf die Bank. So, so. Ja, das ist Dagobert, ne? Okay. Ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal von euch. Und wir sehen dann, ich denke mal, Merlin in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.